Und folgende Eilmeldung hat uns soeben erreicht. Russland reduziert offenbar seine Gaslieferung durch die Nord Stream Pipeline um 40%. Das hat Gazprom mitgeteilt. Fragen wir nach bei Michael Wöhlenweber vor dem Kanzleramt. Michael, das ist eine ganz frische Meldung, nichtsdestotrotz, die was bedeuten kann für Deutschland. Also es bedeutet vor allen Dingen natürlich, dass der Druck auf die Energiepreise weiter bestehen bleibt und sich zuerst einmal zunehmend verschärft und dass man sich jetzt vermutlich noch mehr beeilen muss, tatsächlich dieses russische Gas zu substituieren, was wir ja jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Da ist man ja ein gutes Stück vorangekommen. Die Gasspeicher sind inzwischen ja auch deutlich stärker gefüllt, über 50% in Deutschland, so heißt es zumindest. Also da ist man vorangekommen. Aber dass jetzt die Lieferungen um 40% sich reduzieren, das hat natürlich dann unter Umständen, wenn dieser Trend weitergehen sollte und unter Umständen Wladimir Putin die Schraube noch weiter zudreht, dann erhebliche Implikationen auf die Preise und unter Umständen natürlich zuerst einmal für uns alle, für uns Verbraucher, dann aber auch für die Industrie. Also das gilt es natürlich dann massiv zu beobachten und da bin ich gespannt, was es da für Reaktionen geben könnte. Die Meldung ist ja noch ganz frisch. Es lohnt sich also noch nicht so richtig, jetzt einfach weiter ins Blaue zu spekulieren, aber das ist natürlich zuerst einmal ein sehr bedenkliches Zeichen, sicherlich, womit man hier in der Form jetzt so vermutlich nicht gerechnet hat.